So, nächster Versuch. Gucken, dass wir möglichst viele von den Headcrabs selber töten. Die retten wir diesmal nicht. Aber diesmal würde ich sagen, dass wir die Headcrabs, die hier schon warten auf uns, schon mal erledigen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass man hier durch musste. Kann man hier irgendwo drauf schießen, dass man das Ding blockiert? Wahrscheinlich, nee, da habe ich durchgeguckt. Ich würde auch gar nicht sehen, dass man hier irgendwie weiterkommt. Nee, ich glaube, das Ganze muss woanders liegen. Ich kann mich erinnern, dass man da hinkommt, indem man dieses Ding mit irgendwas blockiert, mit irgendwas Schwerem. Hier kommt man rein, hier wird man getötet, wenn man hier weitergeht. Man muss nämlich den Strom. Genau, man muss irgendwie den Strom abstellen, aber ich glaube, man muss. Okay, hier sind jetzt diese ganzen Lutschwillis. So, und hier hinten kommt noch einer raus. Oder musste man sich von einem dieser Dinge ansaugen lassen, um da hochzukommen? Kann ich irgendwie einen Tisch verschieben oder so? Ah, da, ja, das war der Sicherungskasten. Dann war es wohl doch richtig. So, und jetzt kann man nämlich hierher. Taschenlampe kann man wieder aus. Durchs Fenster. Ah, genau. Hier ist nochmal was. Die Rätsel sind teilweise auch ziemlich cool. Und zwar darf man hier nicht ins Wasser kommen, also Floor is Lava. Bis man dahin das Licht ausgemacht hat. Hierher. Da drauf. Licht aus. Und normalerweise spawnen doch hier jetzt Headcrabs oder so. 2200, immer noch nicht genug. Ja, es ist natürlich auch eine ziemliche Geldverschwendung. Ah. Und ich sollte nicht nach allen paar Schuss nachladen. 20 Schuss im Magazin reicht. Außerdem ist das meiste Viechzeug hier sowieso bei einem Schuss tot. Genau, hier darf man nicht aufstehen, sonst ist man sofort hinüber. Und da wurde gerade ein Headcrab zermatscht. So, und wenn man hier drauf geht, fällt man runter. Und hinter einem ist ein Zombie. Nee. So. Okay, hätten wir schon mal relativ viel Geld zusammen. Jetzt kommen hier schon die ersten Aliens, oder? Nee, hier war ich doch schon. Nee, hier komme ich her. Hier bricht ein Alien durch? Nö. Doch! Ein Zombie, ja. Immer warten, bis er das ganz kaputt gemacht hat. Kann er das ganz kaputt machen? Und hier ist irgendwo Glas zersprungen. Komm, kann ich das ganz kaputt machen? Ja. Das ist der Sound für es geht kaputt, wenn man nur genug Schaden macht. Hä, wo kommt denn der ganze Sound her? Ja, komm, mach's. Ja, endlich. So. Wenn ich lang genug warte, dann ist hier auf der Bahre, sind hier nämlich nochmal zweimal, Geldpackungsschein-Dinger. Geldbündel, genau. Das macht man am besten auch mit dem Messer, weil das sonst einfach viel zu teuer ist. Ah, oh, Grütze. Noch mehr Messer-Action. Und direkt ein Headcrab. Ja, ist aber kein Problem. Das ist relativ leicht, wenn man's, So, der wird gleich von hinten vom Zombie angegriffen. Wenn man den rettet, macht er einem hier die Tür auf. Wenn er stirbt, kann er das natürlich nicht. Und das ist, in Wirklichkeit ist das was Cooles. Ich glaube, hier liegt eine Magnum oder sowas. Und hier liegt natürlich auch nochmal richtig viel Geld und Headcrab. Deus Ex Abflussrohr. Ne, Deus Ex Lüftungsschacht muss heißen. Und wir haben 3000. Und hoffentlich kriegen wir gleich wieder, wie nennt sich das? So ein HIV-Ding. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das geregelt ist, wenn man in die Alien-Welt kommt, aber ich bin mir sicher, dass, man in der Alien-Welt auch noch eine Möglichkeit hat, relativ gut einzukaufen. Ich glaube, da kann man dann irgendwelchen komischen Teilchen einkaufen oder sowas. Ach, übrigens muss ich jetzt mal kurz ein Kameradenschwein sein, um was zu, Kameradenschwein sein, um was zu zeigen. Denn der gute Barney hier, wenn er stirbt, setze sich hin und schüttel den Kopf. Das ist nämlich noch die zensierte deutsche Version. Ich habe das hier als
ein Counter-Life einigermaßen so einzustellen, dass es Spaß macht, ist teilweise relativ schwierig. Weil, ja, warum eigentlich? Weil unter anderem. Moment, jetzt. Moment, eine Gedächtnislücke, das wird sich gleich haben in ein paar Minuten. Ich hab das ja mal. Und zwar muss man relativ viel an dem Counter-Life noch rumstellen, damit es spaßig ist. Zum Beispiel auch, damit man nicht zu viel Geld bekommt, damit die Gegner nicht zu schwer werden und so weiter. Ich habe da. Und es ist relativ schwierig zu installieren, wie ihr wahrscheinlich gehört habt von mir. Ja, man muss hier hoch. Deswegen habe ich ein fertiges Setup hier und das fertige Setup ist natürlich mit dem installiert, was ich hatte. Zur damaligen Zeit, obwohl 2006 hatte ich auch schon Internet und so weiter. Okay, da oben ist noch Viech-Krams. Okay, wie geht das? Okay, man springt hier dran, geht hoch und ist hier. Gut. Da sind welche. Und deswegen habe ich das natürlich auf einem deutschen Half-Life installiert, weil ich auch die deutschen Stimmen haben wollte. Da ist sie. Ich höre die Drecksviecher doch. Deswegen sind hier ein paar Sachen so ein bisschen merkwürdig. Hier ist jetzt eine Selbstschussanlage, eine dicke. Ha. Keine Chance für mich. Und Headcrab. Und noch mehr Geld, aber wir müssten jetzt schon locker genug Geld haben. Kann man hier hochspringen? Nein. Kann man hier hochspringen? Nein. Kann man das Ding hier bewegen? Ja, die Physik-Engine ist ein bisschen merkwürdig, aber kann man da hochspringen? Nein, 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 nein. Ne, ich bräuchte was Kleineres. Was mach. Hier ist noch ein Schalter. Okay, ich glaube, man kann das Ding einfach ausmachen. So, jetzt brauche ich eine kleinere Kiste irgendwo her. Ach du Backe! Das sind ja viele. Okay, komm, 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 komm. Machen wir das mal mit Boostfeuer. Welches auch relativ präzise ist hier. Ah, verdammt, keine Kiste. Das bedeutet. Entschuldigung. Das würde ich. Oder kann ich was. Moment, ich muss mal kurz was trinken. Ich werde mal wieder heiser. So, kann ich irgendwas mit dem Regal machen? Ja, kann ich. Gut. Oh, das ist jetzt eine ganz komplizierte Geschichte. Ich kann nämlich hier an das Regalbrett dran springen, wenn ich mich ducke. Aber ich kann dann nicht da raus, weil ich dann ja im Regal bin. Ah, doch, hat funktioniert. Ah, verdammt. Diese Sprungpassage. Ich muss mich im richtigen Moment aufstehen, damit ich dann auch, wenn sich das richtig rausspringen kann. Eben habe ich es auch geschafft. Ah. Und dabei schiebe ich natürlich die Kiste immer weiter weg. Das ist natürlich doof. Man kann hier nämlich schon so ein bisschen Kisten schieben. Das Ding hat schon eine einfache Physik-Engine. Später Half-Life 2 wird ja die Physik-Engine, also die Killer-Physik-Engine haben. Ha! So. Jetzt wird erstmal eine Rifle gebaut. Und zwar, B, wie viel haben wir? 3000. Das. Ach genau, das ist auch sowas, was man einstellen muss. Denn normalerweise geht das Menü hier richtig schnell wieder weg. Um das nicht zu haben, muss man sich bewegen. Was war das? E? 7, 2. Um das nicht zu haben, muss man sich bewegen. Und das muss man nur einstellen, sonst geht das in ein paar Sekunden wieder weg. Also, ich finde es auch komisch, dass die Macher von der Mod. Jetzt sage ich auf einen Schalldämpfer drauf. Die ihre eigenen Settings so komisch eingestellt haben, wo ich mir denke, haben die. Mann, hast du den Schuss gesehen? Barney, hör auf, mir in den Rücken zu schießen. Wo ich mich teilweise frage, ob die Entwickler wirklich so schlecht ihre eigene. Schön, Sie zu sehen. Wo ich mich teilweise frage, ob die Entwickler so schlecht ihre eigene Mod kennen. Merkwürdigerweise gibt es hier auch Gips, also gibt es hier auch Gedärme, aber es gibt halt kein Blut, aber es gibt halt auch keine Einschusslöcher von da ab. Das kriegt man aber garantiert irgendwie hin, wenn man sich damit gut auskennt. Hier sind die ersten Slaves, also die ersten Aliens. Und ihr seht, der Schaden der M4 haut schon mal mega rein. Obwohl, wie gesagt, damals war ich. Oh, direkt ein Headcrab von mir. War ich ja eigentlich eher der AK-47-Fan, aber hier in dem Spiel ist es echt besser, sich die M4 zu kaufen. Okay, was war das? E72. E72. Und die Pumpgun ist hier eigentlich auch noch relativ cool. Man kann allerdings auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich nach oben will. Was ist, wenn die Welt rausfindet? Ja, ist mir völlig egal. Der glitscht hier gerade sowieso durch die Decke, also durch die Wand.
So, die Pumpguns sind hier eigentlich relativ cool auch. Und in den Counter-Strikes sind sie teilweise eigentlich absolut unnötig gewesen. Ich glaube, hier geht's weiter. Hier ist noch einer hinter dem Getränkautomat. Witzig! Okay, bei dem geht's nicht. Also das ist... Den Gag kannte ich nicht mehr. Der war gut. Dagegen sowas wie AWP. Eigentlich auf der anderen Seite relativ unnötig. Okay, ich kann meine Pumpgun kaufen. Ich habe ja gerade genug Geld. Das ist auch so, dass man... Hä? Okay, das Pumpgun ist doch ein bisschen teurer. Muss ich noch mal ein bisschen spielen. Das ist auch so, dass man... Ah, verdammt, schnell Entdeckung. Das ist auch so, dass man am Anfang muss man relativ strugglen mit dem, was man so kauft. Am Ende hat man mehr als einfach nur genug Geld für alles. Man kann auch mehrere Waffen tragen, soweit ich das weiß. Ich würde auch empfehlen, das Spiel, glaube ich, auf der nächsthöheren Schwierigkeitsstufe zu spielen, denn so ist es teilweise doch ein bisschen sehr einfach. Was haben wir hier? Ach, hier kommen das erste Mal größere Zombie-Horden auf einen zu. Wenn man hier die Pumpgun hat, ist es relativ cool. Hier geht's nicht raus. Headcrab, 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 Headcrab. Was relativ witzig ist, ist, dass man die AWP doch ein paar Mal ganz gut brauchen kann, weil die AWP ja so einen absolut hohen Schaden hat. Die hat ja bei Kopftreffern über 100 Schaden und ein paar Bosse, ein paar Distanzgegner, also Abschnittsgegner, sind damit relativ einfach kalt zu machen. Und ich glaube auch der letzte Endgegner ist nicht so schwer. Okay, das war Rifle. Ich möchte eigentlich eine Shotgun. E7-2 muss man übrigens für jede Waffe einzeln machen. E7-2. Nochmal für die Glock. E7-2. So. Dann würde ich aber sagen, da das Ganze hier ja eigentlich kein Let's Play werden soll, dass ich mich mit so ein paar netten Shotgun-Kills hier auch schon verabschiede und euch dann den Rest des Mods einfach selber belasse. Ich gucke, dass ich diese Version hier optimal natürlich mit meinen Settings in die Beschreibung packe. Ich werde auch nochmal gucken, was es mit diesem komischen Bug auf sich hat. Dass hier keine Schusslöcher angezeigt werden. So, Ein Fehlschlag von dieser Größenordnung ist extrem unwahrscheinlich. Ja. Sehr interessant und damit verabschiede ich mich auch schon. Dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Dann könnt ihr hier links meinen Kanal abonnieren. Dann kommt ihr rechts zu anderen Counter-Strike-Videos und zu irgendeinem Random-Video. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zugucken und sage bis dann.